eine Regierung, die so handelt. Was sind das für unterwürfige, blamable Figuren, die offenbar überhaupt nicht mehr wissen, was sie in ihrem Amtszeit geschworen haben? Und womit um alles in der Welt haben wir es verdient, von solchen trüben Tassen regiert zu werden? Und die Theorie, dass das die Amerikaner waren, ist eine, für die es keinerlei Indizien gibt, um es sehr klar zu sagen. Nun ja, also Belege gibt es wahrscheinlich wirklich nicht, aber keinerlei Indizien? Das ist eher eine gewagte Behauptung. Aber wir müssen milde sein. Dass Scholz' Gedächtnis nicht das Beste ist, wissen wir ja schon aus der Cum-Ex-Affäre. Vermutlich hat der arme Mann auch diese furchtbare Pressekonferenz von Anfang Februar 2022 schlicht vergessen, wo er wie ein begossener Pudel neben dem amerikanischen Präsidenten stand, der selbstbewusst verkündete, dass es im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine kein Nord Stream 2 mehr geben werde. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. But how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. I promise you, we'll be able to do it. Aber ist es nicht eine aberwitzige Verschwörungstheorie, die Amerikaner, unsere Freunde und Verbündeten, zu verdächtigen, einen solchen Anschlag entweder selbst ausgeführt oder zumindest gedeckt und nicht verhindert zu haben? Es war ein Terroranschlag auf unsere Schlüsselinfrastruktur, auf eine Infrastruktur für unsere Energieversorgung und auch für die Energieversorgung von ganz Europa. Bedrückend, nannte Olaf Scholz damals die Zerstörungen, wobei sich natürlich die Frage stellt, wenn das Bild der zerstörten Pipelines unseren Kanzler so bedrückt, warum hat er dann nicht wenigstens versucht, sie so schnell wie möglich reparieren zu lassen? Erstens, die Regierung wusste schon damals mehr, als sie öffentlich zugegeben hat. Und zweitens, das, was sie wusste, ist so brisant, dass die Öffentlichkeit nichts davon erfahren durfte. Bis heute vielleicht nicht erfahren sollte. Dafür, dass man schon im Oktober ziemlich genau wusste, wer den Anschlag organisiert und ausgeführt hatte und Näheres lieber gar nicht wissen wollte, für diese Theorie spricht außerdem das mangelnde Engagement und der erkennbar äußerst geringe Ehrgeiz, den der Staatsschuss bei seinen Ermittlungen an den Tag gelegt hat. Nach Spiegelinformationen jedenfalls waren die ganze Zeit kaum mehr als eine Handvoll Beamte mit dem Fall befasst. Während etwa in dem Verfahren gegen die Reichsbürgerzelle um Heinrich den 13. Prinz Reuß zeitweilig fast 400 Kriminalisten des BKA ermittelt haben. Aber klar, was ist der Terroranschlag gegen unsere zentrale Energieinfrastruktur schon gegen das Treiben einer militanten Rentnergang? Schrieb die Washington Post oder verbreitete die Washington Post die These, dass die Sprengung mit Wissen und im Auftrag der ukrainischen Armeeführung durchgeführt wurde? Was wiederum, wenn es stimmt, knallhart bedeutet, es handelt sich um einen kriegerischen Akt der Ukraine gegen die zentrale Energieinfrastruktur just des Landes, das seit gut einem Jahr mit Finanzhilfen im Umfang von mittlerweile wohl fast 30 Milliarden Euro dieselbe Ukraine unterstützt und ihr größter Waffenlieferant nach den Vereinigten Staaten ist. Das ist schon eine bemerkenswerte Sache, finde ich. Im Juni diesen Jahres erschien dann in der Zeit ein ausführlicher Bericht, der so ziemlich als letzte offizielle Version der Ereignisse gelten kann. Und die geht nun also so. Im Juni 2022 informierte der niederländische militärische Nachrichtendienst die CIA, dass laut dem Bericht eines ihrer Informanten aus der Ukraine ein ukrainisches Kommando einen Anschlag auf die Nord Stream Pipelines plant, der noch im selben Monat ausgeführt werden sollte. Kurz darauf verschickte die CIA, die in der Ukraine bekanntlich omnipräsent ist und von dem Vorgang wahrscheinlich nicht erst durch die Niederländer erfahren hat, ihrerseits einen vertraulichen Bericht an mehrere europäische Geheimdienste, unter anderem den an die Deutschen, in dem der Plan mit zusätzlichen Details geschildert wird. Also demnach sei der Anschlag auf Nord Stream im Anschluss an eine NATO-Militärübung geplant, das sechsköpfige Kommando, das die Sprengung durchführen sollte, unterstehe direkt dem Chef der ukrainischen Streitkräfte. Daraufhin, so steht es jedenfalls in der Zeit, habe sich die CIA an die ukrainischen Behörden gewandt und mit großer Deutlichkeit davor gewarnt, den geplanten Terrorakt umzusetzen. Man habe den Ukrainern eine klare Ansage gemacht: Don't do it.
tut es nicht. Nun ja, und als das avisierte Datum verstrich, ohne dass die Pipelines explodierten, legte die CIA den Vorgang schließlich zu den Akten und wandte sich anderen Dingen zu. Doch, Überraschung, im September fliegen die Pipelines dann doch mit einem großen Knall in die Luft. Wie die CIA darauf reagierte, schreibt die Zeit leider nicht. Vielmehr habe sich erneut der niederländische Militärgeheimdienst mit einem vertraulichen Bericht beim CIA und bei mehreren europäischen Geheimdiensten, wiederum natürlich auch den deutschen, gemeldet. Und wieder benennen die Niederländer unter Berufung auf ihre Informanten die Ukraine als das verantwortliche Land, von dem der Anschlag ausgegangen war. Offenbar, so jedenfalls schlussfolgert die Zeit messerscharf, hatte jene Gruppierung in der Ukraine, die den Anschlag vorbereitete, unverdrossen weitergemacht und nur eine Reihe von Details verändert, etwa den Zeitpunkt und den Ausgangspunkt der Operation. Und die Amerikaner, ebenso wie der treue Informant der Niederländer, hätten davon leider, leider gar nichts mitbekommen. Also Leute, für wie blöd halten die uns so ein Märchen aufzutischen? Die USA ist nach wie vor der wichtigste Waffenlieferant der Ukraine. Wenn sie ihre Lieferungen einstellen, dann ist der Krieg vorbei. Die ukrainische Kriegsführung basiert auf den Aufklärungsdaten, die ihnen der amerikanische Geheimdienst zur Verfügung stellt. Die Ukrainer nutzen und brauchen den Zugriff auf Starlink-Satelliten von Elon Musk, die sie, um ihre Geschosse zu steuern, aber die bekommen sie nur, weil Musk vom Pentagon dafür bezahlt wird, dass er sie ihnen zur Verfügung stellt. Also kurzum, wenn die Amerikaner nicht mehr unterstützen, dann bricht die ganze ukrainische Kriegsführung in sich zusammen, wie ein Kartenhaus. Die Wahrheit ist doch schlicht. Die Ukraine tut nichts, was die Amerikaner nicht wollen, weil sie sich das überhaupt nicht leisten kann. Und noch unwahrscheinlicher ist übrigens, dass sie einen solchen Anschlag überhaupt weiterhin vorbereiten könnte, ohne dass die Amerikaner es mitbekommen würden. Das heißt aber, wenn die Ukraine die Pipelines gesprengt hat, und das soll ja inzwischen nahezu zweifelsfrei belegt sein, dann hat sie das mit Wissen und Billigung der Amerikaner getan. Und wenn die Medienberichte zutreffen, dass die deutsche Regierung vom niederländischen Geheimdienst darüber kurz nach dem Anschlag informiert wurde, dann kennt die Bundesrepublik bzw. die Bundesregierung diese Sachlage seit fast einem Jahr und hütet dieses Geheimnis wie ihren Augapfel, damit ja niemand davon erfährt. Wie bescheuert sind wir eigentlich, einem Land, das unsere wichtigste Energieinfrastruktur zerstört, als wäre nichts gewesen, weiterhin Waffen und Geld in Milliardenhöhe zukommen zu lassen, während hier bei uns schon wieder bei Gesundheit, Pflege und armen Kindern gekürzt wird? Und wieso gibt es da nicht längst einen Aufschrei der Empörung? Wieso stellt niemand in den Medien, die die Geschichte recherchiert haben, diese Frage? Und auch noch eine zweite, wie bescheuert sind wir eigentlich, die Abhängigkeit vom russischen Gas jetzt durch eine Abhängigkeit vom wesentlich teureren Gas just jenes Landes zu ersetzen, das diesen Anschlag auf unsere Infrastruktur mindestens gebilligt und den Tätern den Rücken freigehalten hat. Und womit um alles in der Welt haben wir es verdient, von solchen trüben Tassen regiert zu werden?